wünsche ich euch allen zusammen. Wir haben hier einen wundervollen Morgen, tatsächlich Sonnenaufgang. Der Himmel leuchtete wirklich in den tollsten Farben, die man sich vorstellen kann, so karnevalsmäßig, würde ich sagen. Ja, mein Post mit Anke Engelke ist wirklich ernst gemeint. Ich würde Sie herzlich einladen, hier eine Lesung zu halten. Wenn das Wetter schlecht wäre, könnte man das in der Reithalle machen. Das sind 1500 Quadratmeter Fläche. Lautsprecheranlage würde ich für sorgen und ein nettes Ambiente auch. Und ich bin ein ganz großer Fan von Anke Engelke. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und Fernsehen, dann ist Anke Engelke immer zugegen. Und den Humor, den diese Frau hat, finde ich einfach gigantisch. Und das weist immer auf eine hohe Intelligenz hin. Und ich bin absoluter Anke Engelke-Fan. Und das wird auch das Buch nicht ändern. Allerdings gibt es dann vielleicht einen Bereich, wo ich der Anke Engelke auch mal einen Einblick geben kann. Weil ich glaube, sie wollte das ja anscheinend gar nicht, aber der Verlag wollte das. Dann verstehe ich nicht, ist man so abhängig von diesem Buch, dass man das dann einfach macht? Oder hat man einfach vielleicht nicht so die richtige Ware, den richtigen Wareneinblick in Landwirtschaft? Deshalb würde es mich wirklich freuen, wenn wir hier diese Veranstaltung machen könnten und Frau Engelke, oder ich sage jetzt einfach mal Anke, hier was aus dem Buch vorliest und wir dann vielleicht einfach mal zeigen, wie Landwirtschaft wirklich funktioniert. Und ich als veganer Bauer, jetzt nicht von der Ernährung, aber von dem, was ich produziere, ausschließlich vegane Produkte, ja, dann eben auch Bauer bin. Das ist einfach so. Egal, was man sich heute Morgen in den Mund gesteckt hat, es ist von Bauern produziert. Ob es dann die Fleischwurst war oder das Brot, wo die Fleischwurst drauf liegt, völlig egal. Alles vom Bauern produziert. Und es ist genau das Thema jetzt damit angeschnitten worden, was mich ja immer bewegt. Wer meine Geschichte kennt und meine Ausführungen, die ich schon mehrfach gemacht habe, ich habe etwas gegen Diffamierung von Minderheiten, ganz extrem. Deshalb war ich auch immer bei Aschu Zeng Auseinander mit dabei. Und generell, welche Minderheit hier diffamiert wird, da habe ich was gegen. Und zwar aus dem Grund, weil ich in der Schule eben auch als Bauernssohn da auch so meine Erfahrung machen musste. Und da stehst du dann auch mal ziemlich alleine in der Klasse, obwohl dann vielleicht doch noch ein paar andere Bauernkinder dabei sind, aber die dann eben den Mund nicht so aufmachen wie du. Und das hat mich natürlich auch in meinem Leben geprägt. Und es gibt auch Menschen, die daran kaputt gegangen sind. Bauernkinder, die daran kaputt gegangen sind, psychisch, weil sie einfach immer fertig gemacht werden. Und solche Bücher tragen natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass sich das ändert. Und deshalb bin ich jemand, der dagegen vorgeht. Und deshalb steht meine Einladung, einfach mal hier diese Lesung halten. Und es sind ja schon viele Leute, die kommen würden. Ich bin mir sicher, dass wir die 500 voll kriegen. Muss natürlich alles abgeklärt werden, weil es dann ja schon eine größere Veranstaltung ist. Aber das kriegen wir schon hin. Da mache ich mir keine Gedanken. Oder wir machen es auf dem Feld, wo das Peace-Zeichen ist. Da war ich gerade noch. Könnten wir auch da machen. Natürlich im Frühjahr, wenn es jetzt was wärmer ist. Und dann können wir einfach mal in die Diskussionsrunde gehen. Also ich würde mich darüber freuen. Und man kann das alles kindgerecht auch darstellen. Und ja, das wäre doch mal eine gute Sache. Deshalb auch meine Bitte, wenn irgendwie sowas mal kommt, ne, ich könnte mich jetzt hier auch ganz negativ drüber auslassen und schimpfen und ach, was könnte ich alles machen wegen dieses Buches. Nein, man muss das aufnehmen und für sich selber verwenden, für uns selber verwenden. Wir sind doch alle nicht blöd, wir haben auf jede Frage eine Antwort. Und das ist ja das Problem für viele, weshalb die nicht mit uns reden wollen, weil wir für jedes Problem eine Lösung haben. Und deshalb mag man uns nicht, weil man vor unserem Wissen, vor der Intelligenz von vielen und vor der Argumentation Angst hat. Und deshalb redet man nicht mit uns. Das ist der einzige Grund und das ist der einzigst wahre Grund. Und das ist immer so, wenn jemand nicht mit dir redet. Ich würde mit jedem reden, das sage ich jedes Mal. Jeder, der irgendwas über Landwirtschaft hetzt oder irgendwas, ruft mich an, wir reden drüber. Und dann ist die Sache eigentlich auch relativ schnell erklärt. Es gibt für jede Frage eine Antwort. Und man muss sich nicht selber irgendwas zusammenspinnen, wenn man mit dem Ganzen nichts zu tun hat. Also, von daher immer ruhig reagieren und sachlich und fachlich. Und dann
gibt es eigentlich kaum noch was, was dagegen spricht. Und ich führe auch noch mal gerne das Beispiel mit der Fähre in Hittorf an. Ich habe jetzt gesehen, dass auf dem Karnevalszug Karten geworfen wurden für den Erhalt der Fähre. Braucht man einfach nur eine Briefmarke draufkleben und an die Stadt Leverkusen zurückschicken. Das sind Sachen, die sind einfach genial gemacht. Wenn man für irgendwas ist und Argumente hat, dass die Fähre erhalten bleiben soll, weil wir Landwirte die brauchen, wir können die Autobahnbrücke nicht fahren und man bringt das ordentlich vor, dann hat man die Menschen auf seiner Seite. Das ist ja nicht unbegründet, ne? Weil es eben eine Begründung gibt. Und da müssen wir hinkommen. Nicht immer motzen und sagen, oh, wie schlimm ist das und oh, Anke Engelke. Ich bleibe ein Fan von Anke Engelke. Ich freue mich schon immer, wenn die irgendwo bei einer Show mitmacht, weil dann weiß ich, es gibt was zu lachen und das nicht zu knapp. Und jeder hat irgendwo auch mal einen Fehler gemacht oder macht einen Fehler im Leben. Das macht uns Menschen aus. Wir werden ja nur das, der wir sind, weil wir Fehler machen. Glaub mal, ich habe auch genug Fehler in meinem Leben gemacht. Und das prägt einen und da muss man eben auch mal sagen, okay, habe ich vielleicht falsch gelegen oder habe ich einen Fehler gemacht. Wenn man die Gabe hat, sich einzugestehen, dass man nicht perfekt ist und dass man eben mal falsch gelegen hat, dann kommt man weiter im Leben. Wenn man das nicht macht, dann zählt man meistens zu einer Hatergruppe oder findet sich da wieder, weil man diese Gabe eben nicht hat. Und Dieter guckt gerade zu. Lieber Dieter, war gestern noch Thema. Schau es dir mal an. Deine Kollegin Anke Engelke hat ein Buch geschrieben. Wird dich mit Sicherheit interessieren. Ich habe sie eingeladen, hier auf den Hof eine Lesung zu halten. Den Text dazu findest du jetzt hier vor dem Live. Und ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, dass ich eine Rückmeldung bekomme. Wir hängen ja hier in Köln alle relativ nah beieinander und aufeinander. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass eine Rückmeldung kommt, weil das ist ja auch nicht böse gemeint. Ne? Und da können wir beide draus gewinnen, aus dem Gespräch, aus der Lesung, aus der Diskussion danach, Diskussionsrunde danach. Da können wirklich zwei Gewinner rausgehen. Nicht in dem Sinne, dass man irgendeinen Preis gewonnen hat, sondern dass man vielleicht eine neue Erkenntnis gewonnen hat. Und davon bin ich überzeugt und deshalb lade ich dazu ein. Hier auf dem Ahnenhof, je nach Wetterlage, auf dem Peace-Zeichen. Dann säen wir jetzt noch ein paar Sonnenblumen nach und alles. Oder wenn es regnet, hier auf der Reithalle, in der Reithalle. Und wir kriegen das schon hin. Da habe ich keine Befürchtung. Und wie gesagt, den Erlös für eine gute Sache habe ich ja schon geschrieben. Und dann ja, schauen wir mal, was daraus entsteht. In dem Sinne, ich muss jetzt losfahren. Ich habe genug Luft gepumpt. Und ich sag mal, bis nachher. Macht's gut. Wir hören und sehen uns. Tschüss.